Guten Morgen. Es gibt wieder mal Frühstück. Unglaublich, aber jeden Tag ist es so. Manche nennen es auch Mittag, manchmal nennen wir es auch Mittag. Und morgen ist Silvestern. Und dort Ach, hat Silvester ist Linnea schon. Geburtstag. Und Linnea hat Geburtstag. Die kommen ja abends zu uns. Also wir haben eine Silvesterparty und einen Geburtstag gleichzeitig. Ist ja auch schön. Jo, es gibt noch ein paar Räder zu machen. Die schaffe ich heute. Dann mache ich vorne ein bisschen fähig durch. Ha, anfangen. So, das war's. Jetzt haben wir ein bisschen die Feed vom Laden. Die restlichen Räder sind drin, alles andere ist aufgeteilt, angeschlossen. Die Räder sind ein bisschen geputzt. Unheimlich viele Räder haben Platten, warum auch immer. Ob da Leute rumgespielt haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das werde ich dann im Frühjahr erklären. Wenn ich die ersten Räder dann wieder rausbringe, dann checke ich die ja vorher nochmal und ja, dann wissen wir mehr. Jetzt ich nach oben. Und da wird weiter aufgeräumt. Hier hinten ist voll. Übrigens, ja, also das Ganze, der Trödel und den ganzen Quatsch, der steht ja hier, ne? Das Ganze findet auch nur bis hier statt, tatsächlich. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen freiräumen, denn. Und den ganzen Trödel hier. 1, 2, 3 Kisten. Hier nochmal 3 Kisten. Hier nochmal so eine Reihe Kisten. Hier vorne kommen ein paar Kisten rein. Hier kommt eine Kiste ruf, da eine Kiste und so weiter. Hier so ein bisschen so 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Irgendwie so. Hier kommen welche hin. Das kommt im Grunde genommen hier alles weg. Hier kommen Kisten. Und die Treppe hoch kommen auch Kisten. Also irgendwie so. Irgendwie so werde ich das machen. Und dann draußen eben, ne, an dem ganzen. Die ganze Reihe lang. Jeder Tisch wird aufgebaut, den ich so habe. Und bestückt. Ich habe ja ein paar Tische. Na, die Klicke am Ende ist das ja nicht so viel. Wenn das verteilt ist, das wird ja nicht so viel sein. Bin ich gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird. Ob das überhaupt angenommen wird. Vielleicht kommt doch ja keiner. Also Voll Asylan. Hallo! Ja. Ich bin auch noch nicht fertig eigentlich, aber naja, eigentlich ist der Rest muss man dann den Tag nicht machen. Mal reicht es. Aber guck, das habe ich für Lenny gemacht. Willst du besser noch, Peter? Jo, ich nehme mit rüber. Drei Dinge zum Fotografieren. Ich habe den Chip nicht mit bei, ja, deswegen kann ich hier nicht fotografieren. Jetzt nehme ich es mit rüber und fotografiere drüben. Bombenstabil. Stuhlkatalog. Mit Preisliste, wie man sieht. Da unten hängt es aus.
Das Interessante daran ist, da sind auch Werkstühle drin, Stapelstühle und Pufferdreh. Pufferdreh. Also gefederte Drehstühle. Das ist hier gut. Auch ein Stuhlkatalog. Kasala. Als Sitzlober Stühle und Möbel. Sitz- und Ruhmöbel. Karl Sasse. Launau. Kasala-Katalog. Auch schön. Auch den nehmen wir mit. Stellen den ein. Und dann stellen wir noch hin. Unterlagen aus dem Flugausbildungsregiment 12 in Königsberg. Euren Unterlagen. Teilweise nur für den Dienst gebraucht. Also ist richtig, richtig toll. Richtig tolle Zeug. Jo, einen frohen Silvestermorgen. Heute ist Silvester. Heute ist der 31.12. Ja. Genau. Und wir gehen jetzt Pfannkuchen kaufen. Genau. Also Pfannkuchen haben wir geholt und auch schon ein paar genascht tatsächlich. Müssen wir wahrscheinlich noch mal ein paar nachkochen und jetzt warten wir der Dinge, die da kommen. Marlies räumt auf, ich muss jetzt noch ein bisschen einstellen und wir sehen uns heute Abend noch mal wieder. Was ist da passiert? Oh nein, was ist da passiert? Du bist jetzt lieb. Ja. Alle! Machst du auch ordentliche Kameraführung, ordentlich? Du hast das noch nie gesehen! Die brauchen wir jetzt eh nicht. Ordentlich. Ich bin fertig. Das ist eine Tür, ja. Jetzt geht's weiter mit Raketen. Nein, nein. Und das sind ganz Raketen. Wir haben hier alle bei den Spätkauf gekauft. So, jetzt. Jetzt. Schreckt mir alle eure Knaller entgegen. Moment, ich hab ja noch. Es ist geschafft. Herzlich willkommen in 2019. Ein neues Jahr beginnt und wir lassen uns mal überraschen, was das Jahr so bringt. Es gibt gar nichts, was geplant ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise, außer eben der Flohmarkt jetzt, der morgen anfängt, glaube ich schon. Da freue ich mich auch schon doll drauf. Ansonsten ist bei mir nichts geplant und wir werden uns echt überraschen lassen. Wir werden sehen, wie wir wissen, ist das der im Leben so,
dass Dinge passieren, mit denen man nicht gerechnet hat. Und deswegen, ich plane immer nicht so gerne. Weil das wird dann meistens eh alles ganz anders, als man es geplant hat. So, ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute. Mögen eure guten Vorsätze auch umgesetzt werden. Und das Gleiche wünsche ich natürlich mir, dass ich es schaffe, meine Sachen, die ich für mich im Kopf habe, dass ich das alles umsetzen kann. Hoffe ich auch. Ich hoffe, dass der Laden ein bisschen besser läuft, weil letztes Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor, das war ein bisschen total mies eigentlich. Also, das war wirklich nie so doll. Wir haben auch viel Konkurrenz bekommen hier in der Umgebung mit Fahrradläden und deswegen ist das alles ein bisschen schwierig geworden. Ja, gut. Also, wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt mir auch 2019 alle erhalten und wir sehen uns in diesem Jahr. Also, bis dann. Ciao, euer Tommy.